Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir haben euch hier ja schon viele verschiedene Geräte zur Bodenreinigung vorgestellt. Saugroboter, Wischsauger, Akkustaubsauger. Das hier ist mal was ganz anderes. Das ist der Tinkro Carpet One. Ganz neu auf dem Markt, ganz interessant, wie ich fand. Ausnahmsweise mal was mit Kabel. Da bin ich jetzt einfach mal drüber gegangen, weil ich gedacht habe, das finde ich so interessant. Es kann auch mit einer App verbunden werden, dieses Gerät. Ja, ich fand es einfach spannend und wollte wissen, gerade weil viele ja bei den Wischsauger-Videos immer fragen, geht das auch mit dem Teppich? Und das meistens die Antwort ist nein. Habe ich gedacht, okay, wenn jetzt so ein Gerät auf den Markt kommt vom Hersteller Tinkro, was wirklich für die Teppiche gedacht ist, dann schaue ich mir das auch mal an. Vielen Dank an Tinkro für die Bereitstellung dieses Testgeräts. Hier im Video machen wir es gleich so. Wir schauen uns das Gerät erstmal im Detail an. Was ist hier alles dabei? Wie ist der Aufbau? Was macht man damit? Ich werde natürlich über die Reinigung sprechen, habe viele verschiedene Dinge mit verschiedenen Teppichen ausprobiert, werde über meine Erfahrung sprechen, zum Schluss ein Fazit und jetzt erstmal die technischen Daten. Der Tinkro Carpet One hat eine UVP von 499 Euro. Er wiegt 7,5 Kilo und ist 111 cm hoch. Der Frischwassertank hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern. 1,5 Liter passen in den Schmutzwassertank. Das Gerät wird mit einem Kabel mit dem Strom verbunden. Die Kabellänge liegt hierbei bei 6,5 Metern. So, dann gehen wir hier mal alles zusammen durch. Hier ist wieder ein Lieferumfang, dieses Reinigungsmittel mit dabei. Hier steht auch extra drauf Carpet. Es gibt das natürlich bei den Wischsaugern auch immer mit dabei. Ist einfach genau für diese Geräte abgestimmt. Im Lieferumfang einmal enthalten. Dann, neben dem Hauptgerät, auf das ich gleich eingehe, gibt es hier noch diesen flexiblen Schlauch. Da werde ich natürlich gleich auch noch mal ein bisschen drauf mehr eingehen, gerade beim Thema Reinigungsleistung. Grob zusammengefasst wird das hier unten angeschlossen und dann könnt ihr halt mit dieser Düse, die hier vorne Wasser raussprühen kann, auch Polstermöbel reinigen. Wie das funktioniert, da erzähle ich dann natürlich im Part der Reinigungsleistung was zu. Okay, das Gerät hier ist riesengroß, deswegen versuche ich das mal bestmöglich zu erklären. Wie gesagt, Wischsauger gab es hier schon viele, da ist ja der Hersteller Tinkro auch ein Vorreiter gewesen mit dem Floor One S3 und jetzt mit der neuen S5-Serie. Jetzt gibt es mit dem Carpet One auch ein Gerät, was direkt für Teppiche ist. Unterschied natürlich, ihr seht es halt hier hinten drauf, ich habe eben schon mal drauf angesprochen, 6,5 Meter Kabel sind hier drauf aufgerollt. Das ist eben ja ein kabelgebundenes Gerät und bringt die Nachteile davon dann halt auch eben mit sich, dass ihr da immer irgendwo dran angeschlossen sein müsst und nicht unbedingt vielleicht so flexibel seid wie mit einem Akku. Vorteil natürlich, ihr braucht euch darüber, wie lange das Gerät läuft, gar keine Gedanken machen, weil mit einem direkten Stromanschluss läuft das Gerät halt immer. So, ansonsten, es gibt Parallelen zu den Wischsaugern. Wir haben hier oben einen Frischwassertank. Da passen 2 Liter rein. Wird hier auf der Oberseite aufgeklappt, kommen hier da von 2 Kappen rein. Der Rest mit Wasser aufgefüllt, hat einen praktischen Tragegriff, wird hier oben wieder eingesetzt. Das kennt man auch von den Wischsaugern. Der Schmutzwassertank sitzt hier auch hier unten. Der hat hier so eine Fußtaste, da kann man drauf treten und dann kann man das Ganze hier so nach vorne entnehmen. So sieht es von unten aus. Ansonsten vom Ding her ist da auch so ein Schwimmer drin. Das ist wie bei den Wischsaugern auch, nur natürlich äußerst überdimensionierter, weil man hier natürlich ein bisschen länger mit Schmutzwasser auffangen soll. So, dann haben wir, jetzt versuche ich das mal alles bestmöglich hinzukriegen. Man sieht hier, man hat hier 2 Kanäle. Hier ist sogar so ein kleiner Filter oben drüber. Und hier ist auch nochmal ein Kanal, wo dann halt hier das Schmutzwasser in den Schmutzwassertank geht. Vorne ist hier diese Rolle. Ihr seht schon. Anders als bei den Wischsaugern. Und ihr seht es jetzt halt auch hier, dass hier so ganz viele Rückstände sind. Das wollte ich aber auch absolut gerne mal so zeigen, weil das ist auch ein Part, da komme ich aber gleich zu, wenn ich über die Reinigungsleistung spreche, wie das Gerät gereinigt werden muss. Ja, also damit wird halt die ganze Zeit der Teppich durchgebürstet, wie auch immer man das nennt. Wasser wird in der Vorwärtsbewegung gesprüht und bei der Rückwärtsbewegung wird gesaugt. Ja, und das Wasser wird auch noch gleichzeitig dabei erhitzt und so ja, funktioniert das generell. Dann hat man hier oben wieder ein Display. Dieses Display kennt man auch von den Wischsaugern. Das sieht genauso aus. Man hat hier auch diesen roten Rand außen drum und es werden hier Infos angezeigt, welche Stufe man dran hat und so weiter. Nichts Besonderes. Dann hat man hier vorne 2 Tasten, einmal zum Einschalten und einmal um die verschiedenen Modi durchzuschalten. Es gibt nämlich, wenn man das Gerät einstellt
oder einschaltet, immer sofort den Modus Automatik, wo das Gerät anhand der Verschmutzung des Teppichs dann erkennt, wie viel Wasser abgegeben werden muss und wie stark die Saugkraft eingestellt werden muss. Dann kann man noch den Max-Modus einstellen, wo die maximale Wassermenge abgegeben wird und auch der maximale Saugmodus eingestellt ist. Und dann gibt es zum Schluss noch den Trocknungsmodus, da wird dann gar kein Wasser mehr abgegeben. Das macht man halt am Schluss, wenn man quasi fertig ist mit der Reinigung. Denn das ist auch etwas ganz Besonderes bei diesem Gerät, dass wenn man hiermit einen Teppich reinigt, kann er im Anschluss direkt getrocknet werden, sodass man jetzt nicht über einen nassen Teppich rennen muss und die ganze Zeit warten muss, bis der dann irgendwann nach mehreren Stunden mal getrocknet ist. Das Gerät macht halt alles in einem. Einmal sauber machen und danach auch gleich wieder trocknen. Okay, das ist hier der Aufbau. Hier hinten ist auch noch so eine kleine Fußtaste. Wenn man die drückt, kann man das Gerät so nach hinten nehmen. Ansonsten ist es hier halt so arretiert, hat schön große Rollen, aber da komme ich gleich generell zu. Ja, das erstmal zum Ersteindruck und ich denke mal, das Wichtigste ist natürlich die Reinigungsleistung und über die sprechen wir im nächsten Part. Ja, noch ein kleiner Hinweis, bevor ich von der Reinigungsleistung was erzähle. Das hier ist der Tinko Carpet One. Es gibt auch noch einen iCarpet, der kostet dann 100 Euro weniger, 399 Euro, 499 Euro kostet der Carpet One. Unterschied ist einfach, dass diese iLoop-Technologie, die die Saugstärke und die Reinigungsleistung automatisch anpasst, die gibt es bei dem iCarpet nicht. Ein Carpet One Pro wird es später auch noch geben, da kenne ich jetzt aber noch nicht so richtig viele Details zu. Okay, fangen wir mal an. Teppiche soll das Gerät reinigen können, also was habe ich gemacht? Ich habe hier eigentlich hauptsächlich Hartböden, habe aber so ein paar Läufer in den Kinderzimmern jeweils, hier im Wohnzimmer auch. Damit habe ich natürlich viel ausprobiert. Das heißt, erstmal hier Wasser reingemacht, voll gemacht, mit dem Strom verbunden und dann losgelegt. Das heißt, ich bin über den Teppich rübergegangen und habe mir angeschaut, wie gut das funktioniert. Das Gerät schiebt man, während es nach vorne bewegt wird, wird hier Wasser abgegeben. Beim Zurückziehen wird das Wasser wieder aufgenommen und dabei natürlich die ganze Zeit hier mit dieser Bürste durchgebürstet. Und das Ergebnis, das ist richtig ordentlich. Also was ich da aus dem Teppich aus dem Kinderzimmer rausgeholt habe, das war schon beängstigend. Denn ich weiß selber, ich habe einen Hund und zwei Kinder. Und gerade wenn der Hund nach dem Spielen draußen irgendwie im Wald dann einfach mal sich auf den Teppich legt und das öfter macht, dann ist das alles in dem Teppich drin. Und was hier draus rauskam, das war eine braune Brühe. Das war also richtig, richtig viel Schmutz, den das Gerät da rausgeholt hat. Was mir zumindest erstmal sagt, ja, das Gerät kann gut Teppiche reinigen. Ganz wichtig ist dabei natürlich Trocknungsfunktion, die im Anschluss verwendet wird. Bei der Trocknungsfunktion gibt es ja oben auch so eine Anzeige, die die ganze Zeit sagt, da ist es jetzt noch feucht oder eben nicht mehr feucht. Und dann weiß man, wie oft man über eine Stelle rübergehen muss. Bei so einem richtig hochflorigen Teppich funktioniert es nicht, dass man den komplett trocken kriegt, den Teppich. Also dass man wirklich sagt, danach merkt man keine Feuchtigkeit mehr. Je höher florig der Teppich ist, desto weniger trocken bekommt man ihn im Anschluss mit dieser Trocknungsfunktion. Das sagt aber auch Tinko selber. Das Gerät ist hauptsächlich für Auslegeware gedacht. Also was habe ich gemacht? Bin ich rüber zu den Nachbarn. Die haben nämlich verlegten Teppich. Einfach um da auszuprobieren, was kommt aus so einem Teppich raus und wie ist das dann mit der Trocknungsfunktion? Ist es dann wirklich richtig trocken, dass man den Teppich normal verwenden kann oder muss man da immer noch warten? Auch hier, der hat einiges aus dem Teppich da rausgezogen, wo auch die Nachbarn wieder erschreckt waren, obwohl die eigentlich keine Hunde, keine Kinder, gar nichts haben und immer draußen die Schuhe ausziehen, kam da richtig was raus. Aber so eine richtige Teppichreinigung, macht man nichts regelmäßig? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Reinigt ihr eure Teppiche regelmäßig so richtig mit einem speziellen Gerät? Naja, auf jeden Fall. Das Wichtige da mit der Teppich-Trocknungsfunktion, das funktioniert da dann tatsächlich super bei so einer normal hohen Auslegeware. Da habe ich im Anschluss so gut wie keine Feuchtigkeit mehr feststellen können. Das heißt, wenn man damit den Teppich reinigt und direkt wieder trocknet bei einer Auslegeware, dann könnt ihr danach ganz normal wieder den Teppich verwenden und müsst nicht erst wieder lange warten. Ich habe hier dann auch noch ein paar andere Sachen ausprobiert, habe es dann auch nochmal mit Ketchup direkt auf so ein Stück Auslegeware ausprobiert, was ich mir mal besorgt hatte. Und ja, tatsächlich, das funktioniert da auch super. Das wurde richtig gut da rausgezogen, dass ich später auch gar keine Rückstände mehr davon feststellen konnte von dem Ketchup. Einfach mit so einem Zewa mal drüber gerubbelt, keine roten Rückstände. Und es war auch nichts mehr nass. Also das funktioniert schon wirklich, wirklich richtig gut. Für hochflorige Teppiche funktioniert es auch klasse. Ich habe auch den hochflorigsten Teppich probiert hier bei mir im Wohnzimmer. Kann man auch super damit reinigen, kommt auch richtig was raus. Der ist danach aber einfach noch so ein bisschen feuchter. So viel zu der Teppichreinigung. Dann gibt es ja noch die Zusatzfunktion. Man klappt das Ganze hier oben auf. Man nimmt hier den Anschluss, steckt das hier ran, schaltet das Gerät oben ein. Das Gerät sagt einem direkt, dass man im Polstermöbelmodus ist.
Und dann hat man hier dieses Gerät, man kann hier drauf drücken auf diese Taste, hier vorne kommt dann Wasser raus. Jetzt sieht man es noch ein bisschen, die Reste. Und da kommt natürlich ein richtiger, so ein flacher Strahl hier raus. Das heißt, man geht dann über seinen Teppich, über sein Sofa rüber zum Beispiel, über sein Polstermöbel, macht gleichzeitig, gibt man Wasser ab, rubbelt da das Ganze hier so ein bisschen in den Teppich rein und ins Sofa rein und zieht das Wasser dann danach hier auch gleich wieder ab. Man sieht auch hier richtig dann wieder, wie hier das Wasser da hochgelaufen ist. Der Unterschied ist hierbei natürlich, das sagt auch wieder Tinko selber, das ist nicht dazu da, um das Sofa wieder benutzungstrocken zu kriegen. Wenn man damit das Sofa sauber macht, dann ist das danach ordentlich feucht. Wenn ihr euch da dann hinsetzt, kriegt ihr einen nassen Hintern. Habe ich hier ausprobiert, da kam auch wieder, bedingt durch den Hund, richtig, richtig braunes Wasser raus. Allerdings, jetzt ist es erstmal nass. Funktioniert super. Dann möchte ich natürlich kurz nochmal darauf eingehen, dass dieses Gerät auch eine App-Verbindung besitzt. Gibt es auch beim Flow One S3 schon oder bei der S5-Serie. Diese Wischsauger, die haben auch eine App-Verbindung. Ich blende euch hier einfach mal die App kurz ein, wie das aussieht, weil ich will da eigentlich nicht groß drauf eingehen. Denn ich nutze die App persönlich einfach gar nicht, weil ich es unpraktisch finde, jetzt während der Reinigung hier mit einem Handy rumzurennen und da irgendwie die Parameter einzustellen. Praktisch ist es dafür natürlich, dass ich hier die Sprache auf Deutsch eingestellt habe. Ich habe hier noch so ein paar Animationen runtergeladen. Das habe ich dann einmal über die App gemacht. Aber ansonsten kann man da wirklich nur Reinigungsverläufe sehen, kann theoretisch das Gerät da zwar bedienen, die verschiedenen Stufen einstellen, aber warum man das machen sollte, ist mir nicht ganz klar. Firmware-Updates kann man darüber natürlich machen, wenn da mal welche kommen, aber das war es eigentlich auch schon. Okay, so viel dazu. Reinigungsleistung habe ich jetzt gerade was zu erzählt, auch zur App, und dann gibt es jetzt ein Fazit. Ja, ein sehr krasses Gerät, der Carpet One von Tinko, macht ganz einfach, um das mal sehr schnell und einfach zusammenzufassen, genau das, was es soll. Es ist ein Teppichreinigungsgerät und Teppiche werden damit richtig ordentlich und gründlich gereinigt. Cool ist die Funktion, dass ihr hier quasi alles mit einem Gerät, alle Arbeitsschritte direkt einmal macht. Das heißt, ihr legt los, reinigt das Gerät, geht danach auf die Trocknungsfunktion, macht den Teppich trocken. Das ist natürlich klasse. Habt ihr Verlegeware, dann ist der Teppich auch wirklich benutzungstrocken danach. Das habe ich auf verschiedenen Teppichen ausprobiert. Da kann man dann einfach ganz normal wieder rüberlaufen. Je höher florig euer Teppich wird, desto feuchter ist er nach der Reinigung. Dann halt eben noch, das müsst ihr wissen. Polstermöbel, auch super, das damit zu reinigen. Aber auch da, die Trocknungsfunktion besteht ja gar nicht. Das heißt, euer Sofa ist danach noch nass. Aber die Reinigung funktioniert super. Ja, es ist ein kabelgebundenes Gerät, was ich eigentlich immer schade finde, weil ich bin ein Fan von akkubetriebenen Geräten. Das wäre hier aber einfach nichts, weil der braucht einfach lange. Das heißt, ihr könnt hier nicht wie bei einem Akkusauger einmal über eine Stelle rübergehen und dann seid ihr irgendwie fertig. Nee, das dauert hier. Also ihr müsst über manche Stellen öfter rübergehen und dann durch die Trocknungsfunktion nochmal rübergehen. Also da wäre man mit einem Akku einfach deutlich dann zu kurz unterwegs. Reinigungsumfang habe ich auch noch was zugesagt eben. Das muss man auch wissen, dass man einfach nach der Reinigung des Teppichs dieses Gerät hier reinigen muss und nicht wie bei Wischsaugern, wo man das gewöhnt ist, dass man sie in eine Basisstation stellt. Die machen ihre Selbstreinigungsfunktion. Die gibt es hier ganz einfach gar nicht. Ihr müsst immer noch den Schmutzwassertank hier ausleeren, aber danach müsst ihr dann trotzdem das Ganze hier abmachen, müsst die Bürste rausnehmen, müsst das hier alles ausspülen, müsst die Bürste abwaschen. Ja, das muss man einfach wissen, dass das bei dem Gerät halt nicht wie mit so einer Selbstreinigung funktioniert. So, und dann ist halt eigentlich auch klar, kann ich das Gerät empfehlen? Ja, erstmal preislich den Preis nicht mit betrachtet, denn das Gerät tut das, was es soll, hat mir richtig gut gefallen. 500 Euro/400 Euro für die iCarpet-Variante, da muss man einfach wissen, ob es das einem wert ist. Teppichreinigung ist jetzt auch nichts, was man im Normalfall irgendwie so täglich macht. Das heißt, im Normalfall, je nachdem, wie die Gegebenheiten bei euch in der Wohnung sind, macht man vielleicht alle 2 Monate mal die Teppiche gründlich sauber. Ja, und so lange steht das Gerät dann natürlich auch einfach mal rum. Ist ganz schön groß. Müsst ihr dann noch irgendwo Platz für haben, den hinzustellen. Kostet 500 Euro. Muss man einfach alles wissen, ob es erst einem wert ist. Rein von der Leistung des Geräts her ist es wirklich, macht absolut das, was es soll. Okay, ich hoffe, das hat euch einen ersten Eindruck vom Tinko Carpet One gegeben. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare mit und ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Kommt aber auch gerne in unsere Facebook Akkusauger-Gruppe. Auch wenn das hier kein Akkugerät ist, werden wir uns mit Sicherheit auch da über dieses Gerät mit ein paar tausend Nutzern austauschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.